So, guten Abend bzw. guten Morgen. Ich melde mich nach den Apple-Zahlen wie versprochen zurück. Und dann schauen wir doch gleich auch auf den Apple-Chart. Hier gab es ein Setup, welches ich auf dem Godmore Trader veröffentlicht habe. Die Buy-Trigger-Marke lag bei 116,80. Wurde hier mit Schwung überwunden. Die lag eben über dem EMA 200 und über dem horizontalen Widerstand. Doch direkt am nachfolgenden Tag gab es eine schwarze lange Kerze. Und hier ist natürlich dann alleine die beiden Kerzenformationen zeugen etwas Schwäche natürlich an. Andererseits ist jetzt hier einfach nur das Gap geschlossen worden. Der heutige Tag vor den Quartalszahlen ist auch negativ, beziehungsweise könnte man jetzt einfach noch auf den Rücklauf auf den gebrochenen Abwärtstrend sehen. Nachbörslich stand die Apple-Aktie schwankte zwischen 117 und 115 Dollar. Die Quartalszahlen sind in meinen Augen beeindruckend, haben 11 Milliarden Dollar verdient in dem vergangenen Quartal und fast 50 Millionen iPhones verkauft, mehr als 22% als im Jahr zuvor. Also von dort aus sollte jetzt nicht groß Druck auf die Aktie kommen. Alles über der Unterstützung von 113 sehe ich als, ja, als bullisches Signal, beziehungsweise ist eher die Long-Signal, also die Long-Seite spielen. Dort im Nasdaq habe ich ja noch einen Chart im Chat veröffentlicht. Da lief ab gestern um 6 Uhr eine lehrbuchhafte Aufwärtsbewegung. Jedes Hoch war höher als das nächstfolgende und das Tief war jeweils immer höher als das davorliegende. Setzte sich auch noch nach 16 Uhr fort. Und Prinzip auch hier sogar nachbörslich, als die Zahlen veröffentlicht worden sind, durch die Volatilität hielt sogar das Tief. Also kann man hier weiter von einer intakten Aufwärtsbewegung sprechen und ist halt im Prinzip dadurch eben noch, sind Shorts relativ gefährlich. Schauen wir kurz im Stundenchart, wo sich da der Kurs gerade bewegt, oberhalb des Rainbows und im 30-Minuten-Chart, ja, kämpft er auch gerade noch EMA 10 bzw. Oberkante. Also hier sind mehr oder weniger frühestens handfeste Verkaufssignale eben auch unter dem Level von 4620 zu erwarten. DAX wurde ja live besprochen, als der DAX bei etwa um 10 Uhr, also DAX etwa hier bei 10.780 stand, habe ich diesen horizontalen Widerstand eingezeichnet plus die Trendlinie. Und eben beschrieben auch, dass jeder Kurs über 10.811 negativ für das Setup, für das ausgemachte Setup am Wochenende gewesen wäre, jeder Kurs darüber. Der DAX folgte und er schaffte diesen Bereich nicht mal auch Intraday zu überwinden, sondern setzte eine, ja, dynamische Abwärtsbewegung auf keinen Fall fort, aber halt sukzessive
sind die Kurse dann gefallen und haben sich an dem möglichen Wunschziel deutlich angenähert, der bei 10.665. Nachbörslich stehen wir wieder über der 10.700er Marke und hier würde jetzt eben der deutsche Aktienindex wieder auf ein Widerstandsband treffen. Somit wäre zunächst weiterhin erstmal hier das untere Kursziel zu verfolgen über Stunden-Close über 10.740 wäre dementsprechend dann bullisch. Ja, wenn man jetzt hier noch einen Abwärtstrend mit einzeichnet, würde er eben auch erst bei 10.740 würde der erst gebrochen werden. So, dann danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis morgen früh.